Ich sortiere jetzt meine Clips so, dass immer zueinander passende Clips zusammen in einer Spalte angeordnet werden. Hier habe ich zum Beispiel das Klavier, da ist jetzt noch ein Mikrofonsymbol. Dazu öffne ich jetzt mal den Mixer, wo man auch die Lautstärken regeln kann und benenne das Ganze um in Klavier. Und dann kann ich auch gleichzeitig das Symbol ändern, so dass ich dann später wieder erkenne, welches Instrument da eigentlich spielt auf dem Clip. Wir hören jetzt mal in die ganze Spalte hier rein. Das könnte jetzt die Spalte für meine Strophe sein. Dazu habe ich passende Clips ausgewählt. Dieser Drumbeat hier zum Beispiel hat schon ein bisschen mehr Energie. Und gleichzeitig habe ich auch einen anderen Bass dazu eingespielt. Die machen ein bisschen mehr Alarm und eignen sich gut für einen Chorus oder Refrain. Hier alle Spuren, die ich für einen Refrain-Teil zusammengestellt habe. Wenn ich jetzt die Gitarre da auch haben möchte, kopiere ich sie einfach und füge sie in die entsprechende Spalte ein. Jetzt fällt mir auf, dass ich die Gitarre kaum höre und insgesamt auch schon relativ laut bin. Deswegen mache ich jetzt mal die anderen Instrumente leiser, sodass die Gitarre dann am Ende im Gesamtklang lauter wird, wenn ich die Gesamtlautstärke erhöhe. So, jetzt gehe ich mal auf die Suche nach einem Anfangsteil und höre mir verschiedene Loops an und gucke, mit welchen ich anfangen möchte, welche da zueinander passen, in welcher Kombination. Ich glaube, ich probiere es lieber mal mit Klavier und Bass am Anfang. Wenn ich mehrere Clips an eine andere Stelle kopieren möchte, kann ich das tun, indem ich sie gemeinsam markiere. Dafür gehe ich in den Bearbeitungsmodus unten links und wähle die entsprechenden vier Clips gemeinsam aus. Dazu muss ich die kurz gedrückt halten, sonst funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt kopiere, werden alle vier in die Zwischenablage eingefügt und durch Einsetzen auch alle vier wieder in der neuen Spalte eingesetzt. So kann ich meinen eigenen Songverlauf kreieren und sorge für einen abwechslungsreichen Song. In Tutorial 8 erfahrt ihr, wie man den Ablauf des Songs festlegen kann.